Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream. Es geht jetzt um die Ansiedlung, die Neuansiedlung, die Erweiterung von Chip-Industrien, Plural. Also es ist nicht nur TSMC, es ist auch Global Foundries, Infineon, Bosch und wer auch immer noch da oben ist oder sein wird. Es geht darum, dass wir in Dresden, oben neben dem Flughafen, neue Chip-Industrien, Mikrochip-Industrien ansiedeln können. Und diese Industrien haben halt alle eins gemeinsam, die brauchen Wasser. Die brauchen sehr viel Wasser. Und deswegen muss die Sachsenenergie auch sehr viel Geld investieren, ein neues Flusswasserwerk und so weiter und so fort, um da oben genügend Wasser hinzuschaffen. Das Blöde ist jetzt nun, diese Investition rentiert sich alleine gesehen nicht. Das ist doof. Na? Also eigentlich müsste die FDP an der Stelle sagen, der Markt regelt alles, das ist doof. So, nein. Was jetzt aber sozusagen die Idee ist, ist, dass mit Subvention, 50 Millionen die Stadt, 100 Millionen das Land, dass dann eine quasi eine Rentierlichkeit halbwegs erreicht wird und wir dann in 10, in 20, in 30 Jahren ganz viele Industrien haben und dass es uns ganz toll geht, weil wir unglaublich viele Arbeitsplätze hier haben. Das kann man ja so sehen. Die Idee kann ja auch vielleicht aufgehen. Muss aber nicht. Das muss man wissen. Das ist jetzt sozusagen ein Spiel. Aber ich will auf einen anderen Punkt hinaus. Der Punkt ist, dass die Argumentation, die die Verwaltung jetzt gegenüber uns als gewählten Stadträtin macht, ist, wenn ihr nicht die 50 Millionen jetzt rübergebt, geschenkt, dann gibt auch das Land nicht 100 Millionen dazu. Dann kann die Sachsenenergie auch das Wasser nicht bauen. Dann kommen die ganzen Industrien nicht, dann geht das Licht aus, die Frösche regnen und es wird alles ganz, ganz schlimm. Und ihr seid schuld, also gebt doch bitte jetzt sofort die 50 Millionen. So, das ist das, wie es uns in den Ausschüssen gesagt wird, wie es uns heute, wenn noch mal jemand vom Podium was sagt, wie es auch wieder gesagt werden wird. Und das nenne ich eigentlich, wenn ich mal so sagen will, ist eigentlich Erpressung. Wir werden hier erpresst, nicht eine, sondern zwei, drei, vier, fünf Pistolen und noch ein Pfeil und Bogen kommt noch dazu und die sind auf uns gerichtet und die sagen jetzt, ihr müsst die 50 Millionen geben. Und das gefällt mir nicht. Was müsste man denn eigentlich tun als Stadtrat? Das Mindeste, was man tun müsste, ist zu sagen, Verwaltung, hört jetzt mal auf damit. Und mit Verwaltung meine ich nicht nur die Dresdner Verwaltung. Da ist natürlich die Landesebene, die Bundesebene, die europäische Ebene. Das ist ein Riesending. So. Aber wir werden strukturell noch nicht mal an den Katzentisch gelassen. Wir werden als Stadträte zu nichts gefragt. Zu nichts. Vielleicht können wir mal so hören, dass da irgendjemand redet über neue Wohnungen, irgendjemand redet über ein neues Umspannwerk, was notwendig ist, irgendjemand redet vielleicht über eine Straßenbahnverlängerung oder irgendwas, aber niemand redet mit uns. Und bei jedem anderen beschissenen Bauprojekt, da gibt es Verhandlungen, da reden wir mit den Investoren, da wird halt gesagt, okay, ihr kriegt Baurecht, aber dann machen wir das und so weiter und so fort und hier nicht. Aber es ist doch nicht so, dass diese ganzen neuen Industrien nicht kollateral nach sich ziehende Etwasse haben. Ja, wenn da oben neue Industrien sind, dann wird das natürlich Auswirkungen auf Dresden haben. Der Verkehr wird anders. Wir brauchen Busse, wir brauchen Straßenbahnen, wir brauchen Schulen, wir brauchen Kitas, wir brauchen Wohnungen. Die Leute müssen auch irgendwo ihre Freizeit verbringen und so weiter und so fort. Ja, also all diese Sachen sind absolut nicht geregelt. Und all diese Sachen sind noch nicht mal nicht geregelt, mit denen werden mit uns nicht besprochen. So, und es geht so weit, dass wir ja gar nicht wissen, ob die 50 Millionen heute das Ende der Fahnenstange ist. Wer sagt denn nicht, dass in 3 Monaten kommt noch mal jemand mit 30 Millionen und dann das, ja, noch mal 50 Millionen. Oder wir müssen jetzt dieses Bauprojekt machen, wir müssen die Schule können wir nicht mehr bauen, die ist zu weit weg, die ist im Süden. Nee, wir müssen da oben jetzt eine neue Schule bauen. Wir wissen das alles nicht, weil wir nicht in den Verhandlungen sind. So. Und damit wir überhaupt in die Verhandlungen kommen, ist mein Vorschlag, so wird es meine Fraktion auch machen heute, wir müssen das heute ablehnen. Wir können gerne den linken Antrag, der ist gut, den können wir vorher nochmal zustimmen, aber wir müssen heute ein Zeichen setzen. Wir müssen das ablehnen und müssen sagen, nein, so nicht. Und dann, was wird dann passieren? Rein jetzt mal pragmatisch gedacht, weil
es ist schon ziemlich Druck da, dass das in diesem Jahr noch beschlossen wird. Der Oberbürgermeister wird es einfach im Dezember nochmal auf die Stadtratssitzung setzen. Aber mit diesem Zeichen, dass wir uns ein bisschen hier zucken, dass wir nicht wirklich alles einfach nur mit uns machen lassen, mit diesem Zeichen werden wir wahrscheinlich eine bessere Chance haben, in eine wenigstens ein bisschen eine Verhandlungs-, eine Informationsposition zu kommen. Meine Damen und Herren, ich hoffe, einige werden diesem Zeichen folgen. Und wir müssen bei diesen großen Entwicklungen endlich die Verantwortung des Stadtrats wieder ein Stück weit in unsere Hände nehmen. Kommen Sie bitte zum Schluss. Danke. Ich bin am Schluss.